Hey, ich muss mal gucken, ob es aufhört. Willkommen, meine Damen und Herren, willkommen auf dem zweiten Kanal. Heute wieder ein Ersteindruck. Die gefallen euch ja sehr. Und heute Dolmen. Dolmen gibt es für die PlayStation 5. Ich habe das jetzt 3-4 Stunden gespielt. Präsentiere euch jetzt meine Gefühle bezogen auf dieses Game. Das Ganze ist eine Dauerwerbesendung. Look at me. Na, ich sehe einfach amazing aus. Und in der Beschreibung gibt es selbstverständlich den Link zu dem Game. Dieses Spiel erstmal bezogen aufs Genre. Ihr seht es bereits an der Rolle. Na, man kann die Iframes schon riechen. Es ist ein Souls-like-Titel. Klassische Mechanics sind da dabei, die ich jetzt gerade falsch gemacht habe, aufgrund von Dummheit. Wir resetten das Meeting nochmal. Wir gehen hier nochmal ganz kurz hin und resetten nochmal. So. Also, Dolmen ist ein Souls-like. So, wo man ganz klassisch Elemente hat wie HP, Ausdauer. Na, wenn ich hier zuschlage, könnte ich schon sehen, dass ich Ausdauer verbrauche. Und wir haben hier Energie. Energie ist ganz wichtig, denn look at that. Wir sind auch Range. Ne? Ich habe hier eine Shotgun. Das heißt, wenn irgendwas Ekelhaftes auf mich zufliegt, dann versuche ich das natürlich hier absolut kaputt zu schießen. Wenn Schießen nicht klappt, dann tothacken. Ne? Absolut kein Problem. Ich habe das jetzt im Stream sehr viel gespielt. Und ich habe sehr viele Menschen gesehen, die negative Kommentare zu dem Game abgegeben haben. Ich habe jetzt natürlich noch keine Steam-Reviews oder so etwas gesehen, gelesen, weil ich mir natürlich auch nicht sicher bin, wo gute Plattformen zur Überprüfung existieren von PlayStation-Games. Ich habe da noch gar keinen Habit, na, zu dieser Tätigkeit. So, yeah. So, generell erstmal das Setting, wie gesagt, es ist ein Souls-like in einem Szenario, das Dead Space sehr ähnlich ist. Na, es ist einfach, es ist disgusting Alien Shit. So, es ist einfach räudig. Diese Alien sind schon, die sind noch okay. Na, am Anfang des Spiels waren da super viele Spinnen. Na, muss natürlich jeder selber wissen, ob er das schön findet oder nicht. Es ist ein bisschen Loot and Shoot dabei. Das bedeutet, man hat jetzt schon gesehen, dass die Einheiten ab und zu Sachen droppen. Zu den Sachen kommen wir gleich noch. Ihr merkt natürlich, das Environment ist schon relativ disgusting. Es hat auch sehr viel klaustrophobische Zonen, klaustrophobische Elemente, die einfach eklig sind. Wir haben jetzt HP verloren. Was hat man normalerweise? Richtig, Flasks. Hier ist ein bisschen anders und sehr interessant gelöst. Und zwar, wenn ich hier eine Flask trinke, seht ihr das, heile ich mich instant, keine Animation. Sehr geil. Aber ich verbrauche Energie. Diese Energie ist meine Munition für meine verschiedenen Waffen. Aktuell habe ich eine Shotgun. Man hat viele verschiedene Waffen. Ich habe mit einer Pistole quasi angefangen. Ne? Die hat jetzt auch, na, die schießt so ein bisschen so Säurekram. Gibt auch ordentlich Debuffs auf den Gegnern. Also es wird viel mit der Buff- oder Debuff-Bar gearbeitet. Heißt aber, wenn ich verkacken sollte und mich heilen muss, verzichte ich auf die Sicherheit einer Ranged-Waffe. Die hat übrigens auch einen zweiten Modus. Na, das bedeutet, wir haben hier den hier brauche ich noch gar nicht. Ich dachte, eigentlich war ich schon soweit. Naja, zack, wir haben jetzt hier nochmal seltenes Material eingesammelt. Ich überlege gerade, ob ich hier einfach runterkullern kann. I can do that. Fantastisch. Sehr gut, ich backtracke hier gerade so ein kleines bisschen. Wait, tue ich das? Nee, ich tue das nicht. Da will ich noch nicht rein. Da ist der Boss. Da will ich nicht hin. Aber gut, dass ich diesen Weg jetzt habe. Normalerweise habe ich immer einen Fahrstuhl genommen. Sehr gut. Wie gesagt, die Problematik ist, wenn du dich halt heilst, dann hast du eventuell weniger Range, weniger Schusskraft, weniger Munition. Weil ihr seht natürlich schon, dass sich die Energie sehr, sehr langsam auflädt in dem Spiel. Sehr langsam. Valheim hat angerufen und gesagt, hey, wir wollen unsere Ausdauerbar zurück. So ist es nämlich tatsächlich. Terrible. Das Coole ist aber, wenn ihr schlagt, verbraucht ihr die Ausdauer ganz normal, könnt dann zurückrollen, habt hier keine Ausdauer mehr. Das heißt, man muss warten, kann aber dann schießen. Und während des Schießens lädt ihr Ausdauer auf. Fand ich sehr gut, fand ich super angenehm. Wenn ich auf beides hätte warten müssen, also zum Beispiel bei Dark Souls sind ja auch, oder bei Elden Ring machst du ja Spells, die verbrauchen Mana und Ausdauer. Ne, super nervig, hier trennt man das beides, was ich persönlich als Vorteil sehe. So, wir gehen mal hier, ach so, genau, hier ist der Fahrstuhl.
Sehr gut. Da geht's zu einem Boss, den ich euch gleich zeigen werde und hoffentlich nicht so hart enden. Genau. Das ist schon mal das eine. Das heißt, wenn wir jetzt quasi diese Energie wieder aufladen wollen, machen wir Folgendes. Wir drücken einmal nach unten und das ist quasi unsere Potion gewesen. Das heißt, wir sind stationär, wir sind sehr verwundbar. Es wird also nicht viele Situationen geben, wo wir uns gut heilen können. Wird nicht passieren. So, ich sehe natürlich auch aus wie so ein Stück Scheck. Na, das liegt daran, dass ich mir eine Rüstung zusammengebaut habe. Und das ist quasi ein weiteres Element, warum man so viele Sachen findet. Na, du findest halt super viel Kleidung. Und diese Kleidung ist doppelt effizient. Das heißt, so sah ich quasi normal aus, sah so ein bisschen robotermäßig aus. Aber im Prinzip bedeutet das vom Game aus, du bist nackt. Du bist nackt. Na, das heißt, hier ist bezogen auf die Kleidung das interessant gemacht, dass nicht nur du... Entschuldigung. So. Na, so wollte ich es gar nicht. Wunderbar, ich muss erstmal runtergehen. Dass du nicht nur quasi dich anziehst und dadurch zum Beispiel, man sieht, dass rechts oben die Verteidigung verbesserst und Resistenzwerte und so weiter. Sondern, und das ist das Gestörte, du gibst dir auch Attribute dadurch. Das heißt, wir haben einen Technologiestatus. Wenn ich also Waffen oder Rüstungen trage, die von den Revianern verwendet werden, kriege ich Boni. Ne, ich bekomme dann zum Beispiel Nahkampfangriffe, heilen Leben, also ein bisschen Lifesteal. Dann habe ich noch die Chance, Säureschaden zu verteilen. Und das gibt es natürlich bei den anderen Völkern ebenfalls. Ne? Menschen haben mehr Energie und können besser Ranged Shit machen. Und die hier sind zum Beispiel super tanky. Ne? Sehr cool gemacht. Das heißt, es gibt quasi aktive Rüstungsset-Boni. Aber deine Waffen zählen auch mit rein. Ne? Ich habe hier so quasi mir zwei Bosswaffen gemacht, weil ich so ein... Entschuldigung, weil ich so einen Boss erledigt habe. Und habe das dann bekommen. Wir machen jetzt Folgendes. Wir gehen jetzt zu dem Boss selber. Denn die Bosse, muss ich ganz ehrlich sagen, erinnern sehr stark an Dark Souls 2. Dark Souls 2 Vibes sind hier da. Da kann man natürlich seine Enttäuschung oder seine Freude ausdrücken. Je nachdem, ob einem Teile dieser Games gefallen haben. Das bedeutet, viele Bosse haben tatsächlich gimmicklastige Elemente. Und ich möchte, dass ihr jetzt auch Zeuge davon werdet. Vielleicht schaffe ich den jetzt auch First Try. Wäre natürlich schlichtweg amazing. Wenn ich es nicht schaffen sollte, I'm sorry. Na, dann tut es mir ganz einfach leid. Ihr seht schon, der Weg ist hier relativ weit. Ist zum ersten Mal, dass der Weg so weit ist. Das soll wahrscheinlich so ein epischer Aufbau sein. Hier hat man die Möglichkeit, zusammenzuspielen, den Boss zu machen. Oder den Boss wiederzubeleben. Warum sollte man den Boss wiederbeleben? Zum Farmen. Na, wenn man Bosse erledigt, kriegt man quasi gewisse Boni. Und los geht's. So, das bedeutet, wir haben jetzt hier einen ekelhaften Tentakel-Superboss. Na, der ist natürlich schon erstmal absolut disgusting. Und wir versuchen uns natürlich diesem zu entledigen, beziehungsweise hauptsächlich seinen Tentakel. So, jetzt ist er offensichtlich mad. Das heißt, wir feuern einfach wie ein Geistesgestörter auf den drauf. Und jetzt, ja, jetzt wird es schon knifflig. Jetzt müssen wir eine Stelle suchen. So, und zwar die hier, wo es nicht laut ist. Ich überlege gerade, ob ich ganz kurz Pause mache, weil der Ton relativ laut ist. Na, aber da habt ihr mal so ein bisschen Action. So, das heißt, ich feuere hier weiter. Dann muss ich mich wieder umschauen. Irgendwo gibt es eine Lücke. Und wenn ich eine Lücke gefunden habe, nutze ich das natürlich aus. Ihr seht es schon, der Gegner hat jetzt hier 5000 Kreiselsachen um sich drumherum. Und ich kann die hier nicht angreifen. Also es ist sehr, sehr gimmicky. Dahinter ist übrigens meine Leiche. Da wurde ich für 3000 Damage gewone-shottet. Na, auch unangenehm. So. Okay, wir müssen jetzt wieder die Lücke finden. Da ist die Lücke. Und weiter geht's. Na, ich habe das im Stream schon zweimal getestet. Ich hatte dann bloß keine Zeit. Deswegen feuere ich hier natürlich einfach auf den drauf, wie so ein Geisteskranker. So, was macht er jetzt? Wissen wir noch nicht. Schlagen kann ich ihn nicht. Jetzt kann ich ihn tatsächlich schlagen. Na, das heißt... Oh, shit. Er macht quasi jetzt seine Area-Geschichte. So, dann müssen wir uns auf jeden Fall heilen, weil ihr seht schon, wir verbrennen hier ganz leicht. So, und jetzt heißt es natürlich rollen wie ein Weltmeister. So, was macht er jetzt? Zeitlinie wiederbeleben. Oh, krass. Wir kommen natürlich sehr nah ran. Das wusste ich gar nicht. Hier dürfen wir nicht hin. Nach außen ist gefährlich. Da wurde ich für 3000 Damage quasi gewone-tapped. So. Okay. Das war nicht optimal. Bumm. So, das war, glaube ich, der One-Tap. So, jetzt kann ich übelst auf den einprügeln. Kann theoretisch nochmal meinen Shit verwenden. Und dann weiter auf ihn einprügeln. Und dann nochmal dashen. Also ihr merkt schon, ich muss mir den Dash auf jeden Fall auch bewahren. Na, und kann natürlich hier nochmal den machen. So, und bumm. Okay. Ja, es ist wirklich eine Ausweichgeschichte, Leute.
jetzt ist er sauer. So. Okay, okay, okay. Hier ist wenig Platz. Okay, das sind offizielle Schmerzen. Wir müssen nochmal heilen. Was das Game natürlich nicht von mir will. So, aua. Und tot. So, also es ist sehr, sehr Dark Souls 2-ig, was so die Boss-Fights angeht. Die Mobility ist bei mir relativ hoch, muss man sagen. Also das ist fein, aber man rollt natürlich immer eine feste Distanz. Deswegen wurde ich da jetzt so ein bisschen getüdelt. So, das ist das. Den versuchen wir heute auch. Ich will aber noch ein paar andere Sachen zeigen. Das bedeutet, man hat hier noch ein Leuchtfeuer, womit man sich zurück teleportieren kann. Dieses Leuchtfeuer teleportiert dich zu deiner Base. Hier sind unter anderem Story-Sachen und natürlich zwei wichtige Dinge. Einerseits euer Crafting-Tool. Das bedeutet, hier könnt ihr Gegenstände machen, die natürlich unterschiedliches Scaling haben. Ne? Ihr habt ja hier RPG-mäßig trotzdem Stärke, Vitalität und den ganzen Quatsch, den ihr quasi so kennt. Na, und dann hat man natürlich dann die Möglichkeit, verschiedene Rüstungen zu bauen. Und Rüstung... ich hab den hier. Ich habe ja schon Rang 3. Oh, das ist krass. So, das heißt, das ist gut, dass ich das jetzt mache. Hier seht ihr schon, dass natürlich... Deshalb habe ich mich auch überlegt, ob Rüstungsgegenstände zwei Technologien geben können. Und anscheinend ist das definitiv der Fall. Das Schöne ist, an den höherwertigen Items... Ihr seht es schon, ich kann es zwar craften, aber ich kann es nicht benutzen. Na, die Attribute rechts oben, da steht plus 1, das heißt, ich muss mehr Robustheit besitzen, um das zu tragen. Das Coole ist allerdings, ihr könnt das Item trotzdem machen und ihr könnt dem Boni geben. Na, ihr könnt quasi Dinge, also quasi Schmiedeelemente in das Item reinschmieden. Na, das Ganze kann natürlich dann auch mit Köpfchen passieren. Das bedeutet, ihr macht dann, versucht etwas zu nehmen, was halt besonders gut gegen eine bestimmte... Gegen eine bestimmte Art ist. So, jetzt drücken wir Dreieck. Na, haben jetzt diese Stulpen gemacht, können die aber tatsächlich erstmal noch nicht tragen. Na, das liegt daran, dass wir die, dass wir noch die nötigen Stats uns quasi fehlen. So, hier fehlen uns die nötigen Ressourcen. Ihr seht es da oben, dass beim unterm Bauplan, das fehlen so ein paar Dinge. Aber es ist krass, das ist so eine, echt eine coole Sache, dass das beides sein kann. Finde ich nice. So, hier steigt man Level auf, können wir jetzt natürlich nicht. Mir fehlen die nötigen Stats. Ich habe natürlich alles in Vitalität gejoinkt. No, aber ihr habt dann noch Geschicklichkeit, Wissenschaft, Stärke und so weiter. Also allgemeine Dinge, die eure Robuste, also die eure Stats betreffen, eure aktiven Stats und natürlich alles, was irgendwie Richtung Damage geht. Damage ist aber hier aktuell sehr stark von der Waffe abhängig. Deswegen geht das nicht so gut für mich gerade. Also, beziehungsweise ich mache dann, glaube ich, nur... Mein Schaden erhöht sich um 1 oder so. Also relativ verhalten. So, wir machen jetzt Folgendes. Ich zeige euch jetzt quasi... Ich habe jetzt einen Boss so ein bisschen präsentiert. Ich zeige euch jetzt noch den normalen Combat, will ich mal sagen. Hoffe, dass ich mich hier jetzt nicht verlaufe. Es gibt, wie in einem guten Souls-like, keine Map. Ne, das ist verboten. Sondern hier hat man natürlich ein offenes Design. So, der Typ hat die lautesten Füße EU. Das muss man auch so sagen. Na, wie gesagt, also die Dark Souls 2 Wipes sind einfach auf 940%. Das muss man einfach wirklich so sagen. Sehen schon, der Gegner kommt jetzt hier quasi angerannt. Der Dash natürlich wie ein Wahnsinniger. Also hier mit der Shotgun oder quasi nur Range zu spielen, ist tatsächlich ein bisschen schwierig. Wir haben ihn jetzt auch hier gedebufft, wie man sehen kann. Das bedeutet, wenn der Debuff drauf ist, bekommt er hier Bonus-Damage. Bezogen auf die Animation, man kann sehen, dass ja so eine rote Animation über ihm ist. Das ist ein Spell, den ich quasi nicht dodgen kann. Nicht parryen kann. Das heißt, ich kann quasi eine Waffe rausholen. Ich kann aber auch hier Dinge blocken. Man kann auch pünktlich blocken. Das geht auch. Also es gibt einen Parry. Die Belohnung hier ist aber nicht so krass, wie ich es mir erhofft habe. Na, als ich im Briefing gelesen habe, hey, hier gibt's Parries, fand ich das sehr nice. Die Funktionalität bei Humanoiden können wir uns vielleicht nochmal angucken. Die war bisher sehr gering. Bei Ranged aber sehr interessant. Ihr seht also hier, der kann quasi schießen und er friert uns auch ein. Na? Und wir können das auch quasi abfangen. Aber ihr habt gesehen, das war jetzt eine Besonderheit, wenn wir zur richtigen Zeit ihn parry, Ranged wohlgemerkt, dann reflektieren wir den Schuss.
Das ist natürlich bei so einem Revolverhelden-Type nicht so geil, weil er halt so viel schießt. Also die Animation haut er ganz einfach nicht sauber hin. Und er hat auch so eine rote Bubble gemacht, wie man das jetzt sehen konnte. Und diese rote Bubble, die sind übrigens eingefroren, ne? Ist auch ein Debuff. Diese rote Bubble hat den Nachteil, dass Schüsse davon abprallen. Also er macht einfach ein Range-Schutzschild. Na, das bedeutet, du musst dich dann auch entsprechend prügeln. Ich gucke jetzt mal ganz kurz. Mein nächstes Level-Up sind 5000 Punkte. Wird also noch ein ganz kleines bisschen dauern. So, ich überlege gerade, ob wir uns woanders hin teleportieren. Und dann, es gibt natürlich auch NPCs, ne? Die geben uns dann zum Beispiel Items. Es gibt natürlich Stories, wo man genau sehen kann, was, wie, wo passiert ist. Ja. Und ja, also wie gesagt, kleine Ladezeiten sind ja auch da. Das ist jetzt zum Beispiel das erste Gebiet, wo wir waren. Hier haben wir das Spiel begonnen. Und es war sehr schwer. Na, wir haben das Ganze auch ja, mit einer anderen Bewaffnung getätigt. Hier habe ich eine Bewaffnung, die sehr, ja, sehr Attack Speed Heavy ist, offensichtlich. Ja, Gegner sind auch sehr stark, muss man sagen. Also für mich ist es nicht einfach, diese Kämpfe zu bestreiten, weil hier, der, sag ich mal, der Godric-Effekt oder der Margit-Effekt sehr, sehr strong ist. Na, die Gegner dashen teilweise unfassbar delayed. Na, was natürlich schwierig ist. Bezogen auf die Waffen hat man auch verschiedene Nahkampfvarianten. Man hat so, glaube ich, die Axt, die man quasi so mit dem Saw-Cleaver vergleichen kann von Bloodborne. Einfach consistent. Begonnen haben wir das Game mit so einem übelsten Super-Oshi, den man auch verstärken kann. Ne? Man kann jetzt auch quasi so einen Super-Modus aktivieren für kurze Zeit und der bringt dann quasi entsprechenden Bonus-Damage aller Art mit. Ne? Das kann man, das ist quasi dein Reaktor. Ne? Das heißt, hier unten kann man sehen, Reaktor kann man auch wechseln und dann natürlich gewisse Bonus-Elemente freischalten. Ne? Was natürlich ganz cool ist. So, aber natürlich auch mit gewissen Nachteilen. So, da kam ich zum Beispiel noch nie ran. Hier hat mehr oder weniger das Spiel begonnen. Das war so der Anfang. Deswegen seht ihr auch hier schon Entsorgungsbereich. Passt hier natürlich wirklich wunderbar. Genau. Man schaltet dann nach und nach diese Teleporter frei. Hat dann auch entsprechende Freiheiten, sich dann durch die Gegend teleportieren zu können. Also man muss nicht irgendwie erst durch ein Herrschergefäß etwas freischalten oder so. Sondern es funktioniert einfach smooth an sich. So, ich mache mal hier ein bisschen leiser, damit wir da so ein bisschen klarkommen. Das heißt, ich versuche jetzt hier noch ein kleines bisschen euch die Welt quasi im Groben zu zeigen. Bin jetzt hier natürlich bei dem Boss noch ein bisschen festgegangen. Wir haben übrigens keinen direkten Malus, wenn wir tot sind. Also das passiert tatsächlich nicht. Ja, man sieht aber schon, dass Range schon so ein Stück weit gebalanced ist. Also es ist nicht völlig overpowered. Mit Reichweite zu schießen, alleine schon, weil die Energie-Consumption halt einfach extrem hoch ist. Ja. So, das muss man einfach so bedenken. Bezogen auf die Debuffs selber, könnt ihr jetzt schon sehen, dass jetzt hier sich rote und grüne Leisten füllen. Das ist speziell mit euren Pistolen ganz nice. Das ist jetzt nicht so, dass die Gegner vergiftet sind oder so. Also sie sind vergiftet und sie sind angebrannt. Aber es ist kein Consistent Damage-Effekt oder ein Dot. Sondern es ist ein Debuff, was Schaden angeht, was Bewegungsgeschwindigkeit angeht und so weiter und so fort. Also du hast dann quasi ein paar Boni. Wenn wir den jetzt hier also oft genug treffen und er anfängt zu glühen, dann haben wir entsprechenden Bonusschaden gegen ihn. So, ich kann ihn aber auch einfach so verprügeln. Das geht natürlich ebenfalls. Und kriege da meine Seelen für. Beziehungsweise hier, ich glaube, Naniten oder sowas heißt das ja. So, wir haben da unten den Fahrstuhl. Der ist auch ganz nice. Ich fahre mal das mal ganz kurz, damit ich hier diesen einen Gegenstand bekomme. Und überlege gerade, was ich euch quasi noch mitteilen kann. Was noch von Relevanz. Wie gesagt, das Game stand sehr viel in der Kritik. Ich kann es verstehen, dass man gerade für 40 Euro auch eine andere Erwartung hat. Dass das so vielleicht so ein kleines bisschen durcheinander gerät in den Köpfen der Leute. Und den Punkt kann ich auf jeden Fall so ein bisschen nachvollziehen. Es ist aber kein Game, was irgendwie völlig verloren ist. Sondern es ist absolut playable. So. Man sollte es vielleicht... Man kann natürlich Vergleiche zu anderen Souls-Titeln wagen. Na, das auf jeden Fall. Aber hier versucht sich natürlich offensichtlich ein Team an
diese Art von Spielen, die natürlich sehr viele Vorreiter haben, die entsprechend in deinem Brain einfach drin sind. Also, wie gesagt, ich kann es sehr diplomatisch formulieren. Für mich ist das ein absolut playable Game. So. Ist nicht leicht, das ist sehr schwer tatsächlich. Also ich muss hier, ich werde ja schon ordentlich verkloppt, muss man sagen. Und man sieht ja auch schon an der Animation der Gegner, dass sie entsprechend relativ schnell sind. Deswegen ist ein vorsichtiger Spielstil sehr gut. Ja, absolut worth. So, wir machen das jetzt noch dreimal. Und dann hoffe ich, dass wir dann Level abbekommen. Und dann, wenn wir das Level up haben, gehe ich auch entsprechend in den Bossraum nochmal rein. Weil ich habe bis jetzt nur einen Boss gehabt. Das war so eine riesige Ameise, die auch, also die quasi so rumgespuckt hat. Na, was natürlich absolut fein ist. Na, das zu tun. Rumspucken ist ja auch ein Thema. Oh mein Gott, ich kriege hier übelst aufs Maul. Seht ihr aber, also wenn man sich da einmal falsch benimmt, wie ein guter. Oh no! Zeitlinie vernichtet. Aber wir können es ja wiederbeleben, tatsächlich. So, wir sind ja genau an der richtigen Stelle. Da habe ich zweimal Dashen gekriegt. Wie gesagt, also teilweise ist die Kritik sehr, sehr harsch. Kann ich an einigen Stellen nachvollziehen. Aber es ist schwerst mehrfach playable. Ich hatte einen Bug tatsächlich in dem im Playtest, würde ich mal sagen. Also ein Bug war drinne, wo ich was ist da passiert? Ich wurde unsichtbar tatsächlich. Also ich bin da quasi, ich habe einen Boss gekillt und dann habe ich den wiederbelebt, um ihn abzufarmen, weil ich diese Krallen haben wollte, die ich hier habe. Na, diese Krallen sind tatsächlich sehr, sehr nützlich. So, wir haben jetzt natürlich extrem viel Leben verloren. Aber können wir auch wieder herstellen. Genau. Und dann habe ich den, da war ich einfach, die Figur war unsichtbar. Na, sie war dann einfach gone. Ist weird. Na, gebe ich sehr, sehr gern zu. Ist absolut weird. Aber es war auch der einzige Fehler, den ich hatte. Sonst war das Spiel absolut spielbar, aber halt sehr, sehr schwer. Also ich habe halt wirklich extrem krass kassiert. So, dreimal machen wir das noch. Dann nehmen wir noch schnell das Level mit. Ist natürlich peinlich zu farmen. Ich weiß, es ist peinlich, aber ich muss ja sowieso... Oder ich habe ja sowieso noch ein paar Dinge zu klären. Man hat am Anfang auch ein paar Startklassen, die natürlich unterschiedliche Werte haben und unterschiedliche Startwaffen. Wie gesagt, ich habe diesen monströsen Zweihänder gehabt. Den könnte ich jetzt auch nehmen. Es hat so eine menschliche Waffe, ne? Das heißt, ich verliere dann auch ein paar Traits. Ja, seht ihr, jetzt habe ich quasi einen dieser Traits verloren. Dass ich diesen random Säureschaden habe. Aber es ist tatsächlich ein anderer Spielstil, der dann entsprechend auch ja, sehr nützlich sein kann. Weil hier haben wir natürlich eine Waffe, die eventuell für solche Gegnertypen besser ist. Weil das ist ja eine übelste Monsterwaffe, wie man sehen kann. Und die staggert halt, ne? Kennt ihr natürlich von anderen Games, ne? Wenn ihr so monströse Waffen verwendet, dann ist natürlich die Stagger Riders einfach extrem. So. Na, das heißt hier für die Gegner zurückzuschlagen etwas schwieriger. Für mich natürlich auch nicht leicht, weil ich natürlich entsprechend sehr, sehr slow bin. Ja, aber man sieht es schon. Wir haben das bei Elden Ring habe ich das immer sehr, sehr viel kritisiert, dass ich nicht mit jeder Waffe gewinnen konnte. Und Waffenwechsel sind immer etwas sehr, sehr Kluges. Ja, das bedeutet, hier kann man die Waffen nicht irgendwie, also bisher noch nicht, ist ein Ersteindruck, vielleicht geht's ja auch, upgraden, sondern du gradest sie ab, indem du die Verzauberung quasi, diese kleinen Elemente reindonnerst. Beim Craften der Waffe. Na, und ihr dadurch Uniqueness bzw. einen gewissen Fokus einfach gibst. So, bam. Den versuchen wir jetzt natürlich wieder zu killen. Wir haben ja, wie gesagt, zwei Feuermodi hier. Oh, jetzt hat er innerlich aufgegeben. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Bumm. Granate noch zum Schluss ins Gesicht. Bums. Ja, der Granatwerfer ist schon sehr lustig, muss ich sagen. So. Die haben natürlich dann, wie gesagt, Heavy Attacks und das auch quasi auch in einer Jump-Form und so weiter. Also verschiedene Movesets sind da, auch ein absoluter Klassiker. Verlange ich natürlich auch so ein Stück weit, weil du bei einigen Gegnern natürlich davon ausgehst, auf den entsprechend sinnvoll reagieren zu können. Ja, und hier ist natürlich die sinnvolle Reaktion,
großes Schwert macht einfach nur Bumm. Rums. So. Okay, eine letzte Runde, dann haben wir es geschafft. Dann zeige ich euch quasi noch, wie das Upgrade-Crafting oder wie das Upgrade-Ding funktioniert. Auch sehr, sehr angenehm, sehr simpel. Und dann versuchen wir noch den Boss. Und dann hoffe ich, dass das Video nicht 2 Stunden geht. Okay, das ist so ein bisschen mein Plan. Ich habe vorhin die Tentakel gesehen, die großen. Die musste ich auf jeden Fall sauber dodgen. Weiß tatsächlich nicht, ob ich die parryen konnte. So, das kann ich tatsächlich nicht sagen. Diese Dinger sind halt extrem tanky. So, aber dass sich die Ausdauer auf jeden Fall reinteilt, ist natürlich hier ein großer Vorteil. Na, sieht jetzt sehr stumpf aus, aber wenn er halt staggert bis zum Abwägen, dann staggert er. Die Dolmen-Fragmente, das ist jetzt ein seltener Drop bei dem. Dolmen, so heißt ja das Spiel. Das sind quasi so super krasse Energiekristalle, die auch im Kopf des Gegners stecken, den ich jetzt am Anfang hier gezeigt habe. Und diese Fragmente sind unter anderem zum Wiedergedären da. Das heißt, wenn ihr Bosse nochmal machen wollt, wenn ihr deren Waffen kriegen wollt, dann ist das quasi das Tool. Na, und the way to go. So, den machen wir noch schnell. Und es ist GG. So, das heißt, wir rennen da jetzt runter. Trinken jetzt noch was. Na, ich laber ja die ganze Zeit. Dann werden wir an den allen vorbeisprinten. Wir gehen jetzt hier nochmal zurück zum Schiff. Dann zeige ich euch nochmal, wie das mit der Kleidung quasi funktioniert. Ganz kurz. Und dann machen wir nur noch den Boss. Das ist ein bisschen der Plan. So, und wie gesagt, storymäßig schneide ich jetzt nicht viel an. Das könnt ihr selber so ein bisschen erkunden. Ich bin ja auch da so ein kleines Meme tatsächlich, dass ich ja Story auch so nicht gut behandle. So, wir machen jetzt Robustheit höher. Hier kann man noch sehen, was wir quasi erhalten, dass wir Nanithen ausgeben. Das sind quasi die Seelen hier. Man kann unsere Stufe sehen und man kann auch sehen, dass wir uns natürlich bezogen auf die Resistenzwerte bessern. Ne? Und einige Waffen und natürlich auch normale Gegenstände. So Rüstungen sind natürlich ein bisschen von deinen Stats abhängig. So, jetzt kann man aber schon sehen, dass ich jetzt hier das Ganze reinballern kann. Na, das heißt, auch hier haben wir jetzt eine Doppelausrüstung. Was ich halt sehr, sehr cool finde tatsächlich. So, technologie-wise sieht man jetzt schon, dass ich auch einen Punkt in dem Bohrer jetzt habe. Na, und hier zum Beispiel Heilung statt 20% Leben wieder her. Na, das wäre natürlich ein Perk, den man dann freischalten könnte. Man kann dann auch spielstilmäßig natürlich gemischt vorgehen. Du kannst auch sagen, hey, ich möchte von jedem einen Trade. Ein bisschen Human. Bei den Menschen gibt es irgendwie 50% mehr Batterie, also mehr Schuss-Power, ne, kann man sagen. Also indirekt Power natürlich. Wir können auch gucken, ob wir vielleicht die Waffe gegen das Ding wechseln. Ich weiß ja nicht, gegen was die Spinne aktuell allergisch ist. Ich weiß nicht, ob Säure ist. Aber die Feuerkraft geht schon ordentlich zurück, ne? Verlieren halt einen Trade. Verlieren wir den komplett? Nee, ne? Ja, nee, das ist schon ein Nachteil. Warte mal. Oh, wobei, nee, wir haben die Waffen noch. So. Upsala. Jetzt bin ich kurz in den Freeze-Modus gegangen. So, genau. Okay, dann haben wir, da sind wir noch bei der Flask. Das ist kein Ding. Okay, wir rennen also durch. Wir rennen durch. Zack, zack, zack. Haben hier natürlich dieses ekelhafte Vieh hinter uns. Das ist aber nicht so tragisch. So, es hätte ganz schön lange, das Freeze-Ding. Es hätte wahrscheinlich für ein paar Attacken, merke ich gerade. Ja, und dann probieren wir natürlich mit der Pistole zu arbeiten. Das ist so ein bisschen der Plan. So, hier lang geht's. Hätte auch, wie gesagt, da hochlatschen können. Ne? Das ist so die Alternative. Da hoch und dann sind wir hier runtergedonnert. Ne? Bis da hoch sind wir gelaufen. Ja, vielleicht, also ich glaube, der Fahrstuhl ist trotzdem der kürzere Weg. Gut. Ja, wie gesagt, es gibt halt verschiedene Debuff-Typen, die du da draufpacken kannst. Wir gucken jetzt mal, wie wir mit der Säure arbeiten. Säure, müsste, glaube ich, da stehen. Ja, das steht dann, glaube ich, da, wenn wir die befeuern. Was für ein Debuff sie hat. Die Königin ist der Super-Tentakel. So, der Wechsel auch auf Range ist auch sehr, sehr smooth. Ich bin natürlich bei Shootern terrible. Oh, das weiß man. Ah, und der Weg hier, ganz ehrlich, ist auch so ein kleiner versteckter Loadscreen. Ne? Das dauert natürlich auch ewig.
So, wir warten jetzt, bis die Ausdauer voll ist, weil wir natürlich gleich loslegen wollen. So. Okay. Zack, zack, zack. Ah, ihr seht das schon, man hat jetzt auch noch diese extra Eisschüsse mit dabei. So, bam, bam, bam. Wir machen auch quasi dem Vieh jetzt tatsächlich Damage. So. Wunderbar. Aua. Das habe ich nicht gesehen. So. Okay. Ja, ich merke schon, das macht gar keinen Schaden an dem. So. So. Das heißt, da sollten wir lieber auf die Waffe gehen. Das sieht schon ein kleines bisschen besser aus. So, jetzt seht ihr schon. Gimmick wird aktiviert. Die Dinger kommen hier aus dem Boden raus. Es geht immer schneller. Es wird immer wilder. Und dann kommt der Random One-Shot. Oder es waren mehrere Schüsse gleichzeitig. Ich bin auf jeden Fall dagegen gekommen. Also sehr schwer tatsächlich. Sehr, 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 sehr schwer. Ja, gerade wenn man es nicht kennt. Das kannte ich tatsächlich, aber ich habe verkackt. Du musst quasi außen rumlatschen. Oder von innen nach außen. Damit du halt auf jeden Fall eine Bahn kreierst, wo du angenehm durch kannst. So, ich guck mal ganz kurz, ob das hier schneller ist. Als der normale Weg. So, wir haben übrigens, wie gesagt, die Möglichkeit zu rennen. Das geht. Wir haben aber auch die Möglichkeit... oder? Oh, das wirkt kürzer, ne? Ja, durch die ganze Zeit durch die Gegend zu hechten. Ich weiß tatsächlich nicht, was die schnellste Fortbewegungsart ist. Kann ich nicht sagen. So, das heißt, wir joinken jetzt hier runter. Vielleicht hätte ich auch einfach den Boss machen sollen und hätte hier genug Zeit, mit euch über das Spiel so ein bisschen zu reden. Ich überlege gerade, ob es noch einen Punkt gibt, der so ein kleines bisschen fehlt. Aber fällt mir nicht ein. Ich habe natürlich jetzt ein paar Waffen schon gesehen. Also bei solchen Spielen ist es natürlich wichtig, dass ihr regelmäßig neue Waffen seht. Ihr bekommt... Ich bin sehr wenig gestorben, bis ich das hier kennengelernt habe. Ne? Aber sonst habt ihr auch die Möglichkeit, wie gesagt, zu farmen. Entsprechend dann sehr, sehr schnell an Stats ranzukommen. Die ihr dann benötigt, um besseres Gear zu tragen. Das ist aber sehr, sehr fair. Ich habe jetzt keine Waffe getroffen, die plötzlich von mir verlangt hat, jo, du brauchst jetzt 200 Stärke, um das irgendwie zu führen oder so. No, das war schon sehr, sehr angenehm. So, okay. Der hat jetzt beide Arme da reingesteckt. Und wir feuern fleißig weiter. Also das hier ist tatsächlich noch sehr angenehm. Mal gucken, wie es dann quasi nachher wird. So. Wir laden natürlich so gut wie es geht unsere Energie auf. Okay, da ist ein Arm drin. Oh, ja, jetzt kommt wieder der Chaser. Okay. So, und das ist natürlich jetzt die große Problematik. Wir können jetzt hier rennen. Und müssen jetzt natürlich hier einen Weg erzeugen, wo wir noch nicht lang gerannt sind. Das war jetzt schon sehr, sehr knapp tatsächlich. Also ihr merkt, sehr, sehr gimmicky, was auch okay ist. Wie gesagt, gegen Gegner habe ich ja schon tausendmal gefightet, wo ich einfach nur die ganze Zeit rollen musste. So, aber dieser Rollmoment wird hier natürlich auch kommen. So, das kam jetzt ein bisschen unerwartet. Aua, okay. Ich darf mich anscheinend nicht nähern. Na, auch das. Aua. So. Okay. So. Jetzt wird gesweept. Einmal hin und her. Und geone-shotted. Okay, das ist jetzt wirklich sehr gefährlich. Wir versuchen trotzdem so ein bisschen zu heilen. Boom. Okay, ja, da habe ich ein bisschen Panik tatsächlich. Na, aber es ist ganz klar, was man tun muss. Okay, da ist es da. Das habe ich jetzt auf jeden Fall klar gemacht. Okay, ich habe es auf jeden Fall nicht klar gemacht. Okay. So, also die I-Frames sind natürlich gut sichtbar. Okay.
Ja, es erfordert tatsächlich sehr viel Konzentration. So, wir gucken jetzt mal, was er jetzt macht. So, jetzt fehlt hier ganz schön viel. Okay, das ist sehr unangenehm. So, wir dürfen auf jeden Fall nicht weit raus. Okay, okay. Gut. Also, es ist ein ganz, ganz krasses Auswendiggelerne. Sehr viel Auswendiggelerne. Hier war natürlich illegal wenig Platz. Wir dürfen auch nicht ganz nach links und ganz nach rechts zu den Tentakeln, weil die one-shotten dann tendenziell ein. Oder die schubsen einen dann durch die Gegend. Also ein sehr schwerer Boss, aber ich glaube noch einen Run und dann kriege ich den tatsächlich hin. Ich glaube noch einen Versuch. Ich habe jetzt natürlich diesen Nahkampf noch nicht wirklich gut getestet. Die Batterie sollte auf jeden Fall aufgeladen bleiben, weil ich natürlich viele Möglichkeiten hatte, zwischendurch zu schießen. Ich weiß nicht, ob er zeitlich in die nächste Phase geht oder schmerzlich. Na, der Granatwerfer hier natürlich auch extrem von Nutzen. Achso, das wollte ich vorhin so übrigens sagen. Man kann in dem Spiel nicht springen. Na, es ist wirklich, man geht den... Also man scheißt da drauf. Was ich fein finde, das finde ich total okay. Ich hasse Plattforming. Viele dieser Games solcher Art sind einfach terrible, was Plattforming angeht. Deswegen es gleich außen vor zu lassen, finde ich total okay. Ich muss nicht in jedem Spiel eine overpowered Jump Attack haben. It's not needed. So. Okay, der hat aber sehr wenig Zeit gegeben zum Heilen tatsächlich. Wir gucken trotzdem, was wir machen können. So, peng, peng, peng. So. Ich habe jetzt natürlich diese schnelle Waffe, die finde ich aber tatsächlich okay. Weil ich natürlich währenddessen besser ausweichen kann. So. So, ich sammle hier natürlich meine Zeitlinie ein. So, jetzt muss man natürlich gucken. Wir laufen jetzt einmal komplett außen rum. In der Hoffnung, dass wir Platz haben. So, das war schon sehr close tatsächlich. Aber das ist okay. Wir können ja viel Energie verbrauchen. Während er hier seine Arme irgendwo reinsteckt. Jetzt haben wir die ganze... Wir können ihn leider nicht schlagen. Also noch nicht. So. Jetzt natürlich die Frage, was macht er? Okay, er geht schon mal in den Modus. Das ist nicht so geil. Dem habe ich mich ein bisschen schwerer getan. So. Aua. So. So. Okay, das war nicht gut. Ich wollte ein bisschen... Okay, das war wichtig. So, seht ihr? Ich habe jetzt trotzdem, glaube ich, ein bisschen Schaden bekommen, oder? So, jetzt schreit er wieder rum. Okay. So, jetzt kommt der unangenehmste Moment. Okay. Okay, hier ist Einloggen ein bisschen schwierig. Und Feuer ist auch ein bisschen schwierig. Okay, da hatte ich keine Ausdauer mehr. Und da sind die Beine. Na, die Beine... Oh, was macht der denn? Was macht der? Oh, er wollte sich umbringen. Das wusste ich nicht. Oh, das tut mir leid. Also jetzt wollte er sich umbringen. Er hat jetzt halt die... Ich habe nur gerollt... Und er hat tatsächlich die Rollattacke quasi gemacht. Das war sehr ärgerlich. Aber es ist doch gar kein Platz. Also das Spiel hat die Entscheidung getroffen, dass dort kein Platz ist. Also ihr seht es auch, der beste Aspekt von Souls-like Games ist hier ebenfalls drin. Es ist einfach arschunfair. Ne? Das kann man natürlich auch machen. So, lassen Sie mich bitte in Ruhe. Ich muss hier arbeiten.
So, ich war mir sehr sicher, dass das mein letzter Versuch war, aber nach 3 falschen Uppercuts, ich weiß gar nicht, wie ich den an sich mache. So mache ich den, ne? Ja, das ist natürlich eine absolute Müllattacke. Also bei so einem Großschwert verstehe ich es, weil das sind manchmal Rennattacken worth. Aber hier nicht. Don't do it, okay? Mach das nicht hier. Kein Angriff nach einer Rennattacke. Don't do it. So, oh ja, close. Der Nahkampf gefällt mir natürlich trotzdem nicht bei dem Vieh, weil, wie gesagt, der Kopf, der ist ganz klar definiert. Aber die Beine links und rechts machen tatsächlich auch Sachen. So, der Dash ist halt sehr weit, ne? So. Also hier ist einfach alles voll gesifft. So, na dann. Gucken wir mal, ob der... Ja, so ein bisschen Distanz überwindet man halt, ne? Aber ist das worth? Sind die... Was war das? Ich habe jetzt gerade keinen Schaden bekommen, oder? Ich bin einfach so. Ich bin einfach müde. So. Bam, bam, bam. Jetzt habe ich diesen Karussell-Move gemacht, ne? So, jetzt müssen wir natürlich ein bisschen rennen wieder. Aber nicht zu weit nach außen. Bei 2 Runden ist es ja, ne? Okay, jetzt habe ich auch wieder Random Damage bekommen. Okay, also wir leben noch, aber uns geht es nicht gut. Minus 20% Verteidigung, wie gesagt, ist spürbar. So, der Debuff hält auch entsprechend lang. So, und dann müssen wir natürlich auf die freie Stelle schauen. Können währenddessen schießen, aber wie gesagt, ihr seht schon, unsere Batterie ist natürlich wirklich müde. So. Hier rumgeschreie. Verständlich. So, jetzt kommt der Fun-Part. A.K.A. der Horror-Part. So. Ja, wir dürfen nicht angreifen. Das ist tatsächlich gefährlich. Oh, wir dürfen das Ding auch nicht berühren. Also am besten gar nicht angreifen. So. So, das ist cool. So. Okay, da hinten liegt noch unsere Zeitlinie rum, aber... Aber das ist nicht so wichtig. Ich glaube, beim nächsten Mal, wenn die schreit, müssen wir heilen. Ich glaube, das ist jetzt wichtiger. Heilen ist wichtiger als zuschlagen. So. Okay. Jetzt kommt der unangenehme Part. Ich weiß nicht, ob da Festtüdeln gut ist. Aua. Oh mein Gott. Ja, ich kann nirgendwo hindashen. So, ich versuche jetzt hier nochmal zu heilen. Okay, das war auch nett. Das war auch sehr nett. So, wir versuchen nochmal hier zu heilen. So. Oh, oh. Okay, wir haben es geschafft. Puh. Okay, war nicht gut von mir, muss ich sagen. Aber war auch schwer einzusehen, wo ich überall hin konnte. So, sie ist ein bisschen drunk. Ich bin tot. I still died. Oh, oh. Wait, zweite Phase? Oder Flucht? Puh. Ich glaube, eine zweite Phase hätte ich psychisch nicht geschafft. Zack. Oh, da ist die Axt wieder, Leute.
Zack, das ist mal ein dicker Kristall. So, Cutscene gibt es auch noch oben drauf. Ist ja nicht schlecht. Aber wer ist das? Ach so, wir sehen dann immer übelst krasse Erinnerungen, by the way. Well, okay then. Ja, das ist unfreundlich. Rums. Der hat einen kleinen Hammer. Okay, die Stimme macht mir auf jeden Fall Angst. Ja, wir kriegen jetzt so einen Blick darauf, welche Bosse uns erwarten. Nein, das sind diese Kristalle. So, jetzt haben wir quasi gesehen, was quasi grob passiert ist. Weshalb sich einige Leute auf eine bestimmte Art und Weise verhalten. Zack. Und den Boss, wir gucken jetzt erstmal, was wir gekriegt haben. Das ist natürlich ja gleich in der neuen Welt. Diesen Boss könnten wir jetzt wiederbeleben. Na, jetzt können wir gleich sehen, was wir... Oh, wir haben übel viel bekommen. Holy shit. Okay. Es hört einfach nicht auf. So. Gut. Das heißt, das ist quasi die, ja. Was ist los? Ich sehe Kreaturen außerhalb. Vielleicht war der Schaden größer, als wir dachten. Wir brauchen einen Status-Report. Sag mir, was muss werden. Du musst das alte Lab erreichen. Es ist die höchste Konstruktion in der Installation. 24.000 habe ich. 24.000 habe ich. Das ist ja übel viel. Okay, gut. Also das war Dolmen, Leute. Das war mein erster Eindruck, inklusive Boss. Ihr seht schon, ist viel gimmicky. Trotzdem werden die Skills verlangt, die man von einem Souls-Player so ein bisschen erwartet. Ne? Geduld, Timing und dann natürlich entsprechend auch ja, Frustrationstoleranz. Bis zum Abwägen. Ich persönlich, wie gesagt, ein paar Kritikpunkte kann ich auf jeden Fall sehr krass verstehen. Definitiv. Wenn ihr trotzdem Bock drauf habt, könnt ihr die Beschreibung gucken. Da sind alle Informationen da. Und es ist definitiv spielbar. Ich weiß, es hat viel Kritik geerntet, aber es ist mehr als spielbar. Und läuft auch auf der PlayStation 5, wie wir gerade spielen, auch entsprechend flüssig. Ich glaube, auf der 4 ist es auch da. Und auf der Xbox S. Und Xbox X oder so. Kenne mich ja in Xbox nicht aus. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch einen wundervollen, entspannten Tag. Haut rein und viel Spaß beim Zocken.